Hallo und herzlich willkommen. Ich grüße euch bei Kachelmann Wetter heute natürlich wieder mit einem Update für das Wochenende, wo es richtig schwül warm wird, teilweise auch heiß. Ja, und Gewitter werden ein Thema. Örtliche Unwetter können am Wochenende auftreten. Aber ich will zu Beginn nochmal sagen, wir haben jetzt immer noch Mittwoch und es sind noch 3 Tage bis Samstag, 4 Tage bis Sonntag. Und bei der Vorhersage von Gewittern, da kann man das eigentlich erst so 1, 2 Tage maximal vorher sagen, wo in etwa die Schwerpunkte liegen. Also wir schauen trotzdem mal vorsichtig drauf, aber natürlich gibt es da noch einige Unsicherheiten. Ja, wir schauen uns das Ganze mal entspannt an. Und zwar will ich euch zunächst mal für das Wochenende, für den Samstag und den Sonntag Karten zeigen mit der verfügbaren Energie für die Gewitter. Also wo die schwülste Knallluft sozusagen liegt am Wochenende, wo die Gewitter auftreten können. Wir sehen das mal für den Samstag und den Sonntag, dass sich jeweils immer so ein Streifen mit der energiereichsten Luftmasse abzeichnet. Am Samstag so über dem Norden und dem Osten. Und am Sonntag bleibt weiterhin ein Streifen zurück nach momentanem Stand. Das ist hier das ECMWF-Wettermodell. Auch weiterhin so von Osten bis in den Nordwesten sozusagen, so etwa von Sachsen-Brandenburg bis nach Niedersachsen zur Nordseeküste rauf. Das ist so der Streifen, der momentan so in den Fokus rückt, wo dann am Wochenende die kräftigsten Gewitter auftreten können. Und wir schauen uns dazu direkt einmal die Vorhersagekarte aus dem ECMWF-Wettermodell an. Rosa sind Gewittersignale, lila sind auch so Schwergewittersignale. Da wird also ein bisschen was gestreuselt hier für den Samstag schon. Wir sehen vor allem eben Richtung Norden und Osten diese Signale, aber auch im Westen und im Süden sind hier und da mal dieses Rosa drin für Gewitter, aber nicht so flächig, nicht so häufig, wie es im Norden und Osten der Fall ist. Diese Karten könnt ihr verfolgen, da kommen auch in den nächsten Tagen hochaufgelöste Wettermodelle dazu. Die könnt ihr über die blauen Button vergleichen, die ihr hier oben unter dem Link findet. Also schaut euch mal die neuesten Karten an, wird auch laufend neue Berechnungen reinkommen. Blicken wir also mal direkt auf den Samstag, schauen uns die Vorhersagekarte an. Ich hatte euch ja gesagt, es wird dieser Streifen grob sein, der sich etwa so von Sachsen und Brandenburg rüber nach Nordwesten, etwa so bis zur Nordsee und zu den Niederlanden erstreckt. Dieser Streifen, der kann sich noch ein bisschen verschieben, sowohl weiter nach Nordosten als auch Richtung Südwesten. Also da ist noch ein bisschen Spielraum drin, wo die kräftigsten Gewitter auftreten. Das ist so der Schwerpunkt, der sich abzeichnet. Das heißt natürlich nicht, dass in den anderen Gebieten gar nichts passiert, sondern wie ihr an den Symbolen seht, können natürlich auch vor allem nach Westen und nach Süden in einzelne Gewitter dabei sein. Viel wird hier wahrscheinlich aber auf die Fläche nicht passieren. Auch das behalten wir natürlich in den nächsten Tagen im Auge. Es ist immer noch, wie ich am Anfang des Videos sagte, 2, 3 Tage vorher selbst noch Spielraum drin. Wir werden das deswegen jeden Tag konkretisieren. Wir sehen am Sonntag, momentan Stand, weiterhin eine ähnliche Verteilung, dass wieder dieser Streifen, der auch schon dann am Samstag betroffen war, auch am Sonntag betroffen ist von diesen Gewittern. Mit den Gewittern ist besonders Starkregen im Fokus, aber auch größere Hagel kann auftreten. Weil die Gewitter insgesamt langsam sich nur bewegen, kann es auch teilweise dann heftigen Starkregen geben mit Überschwemmungen, Sturzfluten. Das ist so der Fokus, wo die Gefahr bei den Gewittern liegen wird. Wir sehen am Sonntag auf der Vorhersagekarte, dass sich so insgesamt in den Südwesten und Süden etwas weniger warme Luft hereinschiebt und weiterhin die wärmste Luft dann nach Norden und Osten wetterbestimmend ist. Es stabilisiert dann eben nach Westen und nach Südwesten hin, dass hier die Gewittergefahr nicht mehr so groß ist, aber auch hier werden wahrscheinlich einige dichte Wolken sein. Ihr seht, das ist am Wochenende zwar überwiegend eine warme, schwülwarme Geschichte, aber es ist eben kein stabiles Wetter. Es werden auch häufiger mal viele Wolken dabei sein und eben diese Schauer und Gewitter. Hier, wir schauen zum Ende kurz auf einen Trend für Berlin. Wir sehen am Wochenende die Gewittergefahr. Also das heißt, das Gewittersymbol, es muss nicht zwingend in Berlin ein Gewitter auftreten, aber die Gewittergefahr, die ist gegeben. Nächste Woche tendenziell in Berlin eine Wetterstabilisierung dann, dass es eher wieder trocken, aber insgesamt warm weitergeht. Den Trend für euren Ort findet ihr auch hier oben in den Infokarten. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Morgen gibt es natürlich den neuesten Stand. Abonniert unseren YouTube-Kanal. Bis bald und ciao.